Um Himmels Wille! Ah! Boah, wie macht man denn sowas? Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass du dich da jetzt gleich umbringen brauchst. Jesus, Maria und Josef, hast du mich verschleckt gemacht. Ich tu doch bloß mein Hut, Ruckler. Du meinst doch, wenn du jetzt einmal zum Doktor gehst, geht die Welt unter. So krank bist du dann wiederum auch nicht. Was hat der Doktor gesagt? Was hast du? Ich weiß auch nicht so recht. Der wohl hat gar nicht gut aufgelegt. Dem ist bestimmt nicht gut gegangen. Der hat ganz schwarze Fingernägel gehabt. Nicht mal untersucht hat er mich wollen. Schwarze Fingernägel? Oh je, das ist gar nicht gut. Was hat der Doktor denn? Er hat gesagt, die Dichtung ist kaputt. Was? Ja, er hat den ganzen Motor ausmachen müssen, mit seinem Dacia. Ach so. Der Doktor auch mehr an sein Auto rum als an die Leute. Oh. Und bei dir hat er keine kaputte Dichtung gefunden? Im Gegenteil, ich habe ordentliche Verstopfung. Und was hat er dagegen gemacht? Gestiert hat er mich. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Ja, mach doch dein Maul auf! Muss ich denn alles mit der Zahn aus der Nase rausziehen? Gestiert hat er mich! Du bleibst mir doch direkt stehen! Ja, das nicht, ich auch mal. Ja, aber von was hast du eigentlich eine Verstopfung? Was hast du gestern gegessen? Tja, die Eingrenzung. Der Pfannkuchen, du gemacht hast. Ja, ich hab doch auch davon gegessen. Und ich hab nichts. Hast du sonst noch was gegessen? Ah, warst du viel getrunken gestern, bist du im Wirtshaus warst. Wann bist du denn heimgekommen heute Nacht? Ich hab dich gar nicht gehört. Ja, du hast doch schon geschnarcht, dass ich die Dachziegel gehoben habe. Eigentlich habe ich noch das bisschen Rindsuppe und das Stück Rindfleisch vom Ofen da gegessen. Morgens, dass die Suppe schon einen Stich hat. Rindsuppe und Rindfleisch auf dem Ofen. Und ich suche den ganzen Morgen bei Abaschwett. Der gestern einen Stich gehabt hat, das warst du. Das warst Abaschwasser mit dem Abaschfett auf dem Ofen. Der Doktor hat den Kopf geschmieren sollen. Aber der Kopf hat er nichts verschrieben. No, der ist ja noch in Ordnung. Ich habe dem Doktor aber gesagt, Herr Doktor, kann ich dort drucken tun? Nur tut's weh. Dann soll doch der Kurpfuscher nie mehr drucken. Und wie ich ihm gesagt habe, dass ich immer Kreisweh kriege, wenn ich vom Hambar Kugelutz runterhol, dann sagt er, ich soll doch nicht mehr so geizig sein und nur mal kräftige Flaschenzug zu leeren. Ja. Ich habe mir gleich gesagt, mein Zug an der Flasche, der ist noch ganz kräftig. Jo, jo. An der Flasche, da lässt du dich nicht dumpfen. Aber was hat der Doktor jetzt gesagt? Was hast du? Oder bist du guter Letzt gar nicht krank? Und wie krank ich bin, mir geht's in letzter Zeit gar nicht gut.
Du wärst gar nicht glauben. Der Doktor hat gesagt, ich hätte ein Wanderorgan. Du redest Blödsinn. So was gibt's doch gar nicht. Was genau hat der Doktor gesagt, dass du hast? Er hat gesagt, mein Leben ist im Arsch. Und außerdem habe ich Reiser in die Hüfte und Wasser an die Knie. Und Laus aus der Leber. Und einen Hexenschuss habe ich. So, mal, weißt du das? Und Blödsinn im Kopf. Und weil ich so krank bin, muss er mich in Kur schicken. Yes, Marianne Josef. In Kur will der dich schicken. Ins Narrenhaus wird's besser passen. Also da haben wir es jetzt, da rackert man sich den ganzen lieben langen Tag ab. Und dann, wenn man krank ist, dann hat man ins Narrenhaus geschickt. Aber der Doktor, der hat es schon richtig diagnostiziert, dass er mich vor mindestens 4 Wochen in die Kur schicken muss. Das kann der doch nicht machen. Ja, und was mach ich? Was? Da gibt's Arbeit durch in der Gerechtigkeit. Ihr werdet bestimmt nicht langweilig. Aber du kannst mich doch nicht so lange lohnen, Schlotzer. Ach was, die 4 Wochen, die vergehen so schnell. Bis ich noch mit dem Zug auf Herkulesport fahre, vergehen ja schon 2 Tage. Und noch, was bleibt da noch? Aber so schlimm ist es gar nicht. Außerdem ist die Susi und der Franz ja auch noch da. Ja, wo du recht hast. Die Schweine und die Hindel, das kann ja der Franz ja wieder. Und vor die 2 kann die Susi ja auch umkommen. Du darfst bloß nicht vergessen, im Franz zu sagen, er soll jeder Tochter Garten gießen. So, ich? Du bist doch da. Das kannst du empfangen. Nein. No. Ich bin nicht da. Ich gehe jetzt mein Hals und mein Ohr wäschen, stripp mir etwas um und gehe auf den Doktor. Und fahre auch in Kur. Ja, wie? Du hast doch gar nicht geglaubt, dass dir was wehtut. Hast du auch was? Ja. Ein Kraft voll Eier und 500 Bett. Das soll wenigstens vor einer Lungenentzündung reichen. Bobby, so was kannst du nicht machen. Ja, was soll denn die Leidendorf-Familie mitsamt in Kur fordern? Wie bitte?
Hier steht aber Schlauberger Nikolaus. Dann ist das die falsche Antwort. Na, das ist schon der richtige Dossier. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Sie sind doch Mats Vetter, oder? Wer sind Sie jetzt eigentlich? Ich bin schon der Vetter Mats. Und getauft bin ich auf den Namen Schlauberger Nikolaus. Und im Dorf rufen mich die Leute Hansa Mats. Das soll jemand verstehen. In Ihrer Unterlagen steht, dass Sie Leberbeschwerden haben. Haben Sie Probleme mit Alkohol? Na, Herr Doktor, Radio und Wein mache ich jedes Jahr genug. Ich habe sogar voll verkaufen. Und das Bier, das muss ich mal mitbringen aus der Stadt. Und Wasser sollen Sie auch in den Knien haben? Ja, also wo das herkommen soll, das muss ich beim besten Bier nehmen. Ich trinke doch so gut wie kein Wasser. Kommt es gleich von dieser Stadt. Also, Sie haben uns da ein ganz schönes Problem mitgebracht. Naja, wenn wir noch jung waren, da war sie schon recht hübsch. Aber vermutlich dir, dass mein Weib da draus war. Ihre Frau kommt auch mit zur Kur. Wie heißt sie denn? Barbara. Also Barbara Vetter. Ich habe aber keine Akte von einer Barbara Vetter. Wieso Barbara Vetter? Die hast auch Schlauberger. Sie ist ja schließlich mein Weib. Ich habe aber trotzdem keine Unterlagen. Und ohne eine Einweisung kann ich sie nicht aufnehmen. Also mir wäre es ja auch lieber, wenn die Borgen nicht da bleiben können. Aber vor die jetzt nochmal anschicken, da müssen wir alle zwei nochmal auf die Welt kommen. Also, wie ich schon sagte, ohne Einweisung kann ich sie nicht aufnehmen. Nur kein Engel, Herr Doc. Die Einweisung, die habe ich schon dabei. Wie bitte? Wie kommen Sie an eine Einweisung? Ja, über meinen Sohn, seinen Schwager, seinen Kumrat, seinen Vater, seinen Bruder, seinen Schwester Engel, seinen Schulkollegen. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, den kennt ihr doch von unserem Studium her. Der Janico Giovanni. Der, wo ein Kolf hat, die Briefungen zu schreiben. Ach, der Janico! Kennen Sie den? Wie geht's ihm denn so? Ich kenne den nicht persönlich, aber mein Schwager, sein Weib, seine Freundin, ihr Mann, sein Chef, der kennt im Janico seinen Vater, seinen Bruder. Der hat gesagt, ich soll ihm einen schönen Gruß haben. Den Gruß, den habe ich da in meinem Kopf. Ach so, das hört sich ja ganz anders an. Was haben Sie denn da in Ihrem Kopf? Tja, ich habe da mal ein großes Stück Dschungelfleisch, ein bisschen Speck, Plunze, eine Spatelmann, Brotwurst. Und 2 Liter Wasser. Wollt ihr gleich probieren? Und draußen habe ich noch einen Bruch mit Wein und die Borgi hat noch eine Hand von Ziehstrudel und 2 Liter. Um Gottes Willen! Was haben Sie denn vor? Wer soll denn das alles essen? Ehrlich gesagt, Parade wären wir schon lieber. Oh, kein Problem, Herr Doktor. Ach dann, müssen mindestens 5 Wochen rausschauen. Ja, das wird etwas schwieriger. Wir werden uns schon noch einig. Was machen Sie jetzt mit dem ganzen Zeug dann? Das können Sie ja nicht wegwerfen. Ich habe eine Idee. Dir hätte doch bestimmt eine Kantine. Und dann, Lord Engel,
Doktorkollegen von heute oben ein und sorgt davor, dass man nicht gestört wird. Und noch machen wir einen Saudanz. Das ist doch ein Einstieg in die Kuh, oder? Ja, aber für Ihre Frau brauche ich trotzdem eine schriftliche Einweisung. Ohne die kann ich sie nicht aufnehmen. Ja, wie schon gesagt, mir wäre es ja auch lieber, wenn die Borgen nicht da bleiben können. Aber mir fehlt da schon noch eine Lösung. Ich leih mir jetzt noch einen von Ingrid Mestler. Oh, das ist ein bisschen klar. Aber hoffentlich schneidet ein bisschen mehr wie kaltes Wasser. Wisst ihr, es hat sich schon ziemlich fett am Hals angesetzt. Bobby, schau mal, was ich da hab. Wir müssen nur noch die Hinkel schlachten. Dann kann die Kuh losgehen.